Regisseur Michael Dominik Sauer braucht für seine Geschichte keine Uhren. Er braucht noch nicht mal Schauspieler. Denn jetzt beim großen Südwill-Kurzfilmkino zeigen wir euch etwas ganz Außergewöhnliches. Ein Animationsfilm. Er heißt Die Melodie und er wurde nicht etwa mit einer Videokamera oder komplett am Computer erstellt. Nein, 2000 einzelne Fotos einer digitalen Spiegelreflexkamera erzählen die Geschichte. Für eine Sekunde Film braucht der Regisseur 13 Bilder und nach jedem Foto bewegt er die Puppe ein Stück mehr. Also Foto, Bewegung, Foto, Bewegung, Foto. Und das sind dann 2000 Bilder für den ganzen Film. Also ein ganzes Stück Arbeit. Was sich aber gelohnt hat. Die Geschichte des Films bedient sich dabei den einfachsten Elementen guten Kinos. Ein Mann. Eine Frau. Und die endlose Liebe der beiden zueinander. Jeden Tag dasselbe. Ich wache auf, gehe in die Arbeit, komme nach Hause und schlafe nach viel Scotch vor dem Fernseher ein. Mein Name ist Philip Charles. Mein Leben wurde nicht mehr lebenswert, als meine Frau vor 9 Monaten bei einem Autounfall ums Leben kam. Jedes Mal, wenn ich vor ihrem Grab stehe und ihr wunderschönes Bild vor mir sehe, wünschte ich, ich wäre mit ihr im Auto gesessen und wir hätten ihr Schicksal gemeinsam geteilt. Unzähligen verzweifelten Versuchen, meiner Trauer endgültig ein Ende zu setzen und in das ewige Fegefeuer verbannt zu werden, war mir klar, dass einfach noch nicht der Moment gekommen war. Ich würde am liebsten sanft einschlafen und nie wieder die verlorene, dunkle Seite meines Lebens erblicken. Von Tag zu Tag wünschte ich mir mehr, sie noch einmal zu sehen, sie noch einmal in meinen Armen zu halten. Gott, ich vermisse sie so sehr. Eines Nachts geschah etwas Seltsames. Ich schlief, als plötzlich etwas in mein Zimmer flog. Es war ein altes Stück Papier. Ich hob es auf und sah eine Reihenfolge von Noten niedergeschrieben, signiert mit den Initialen meiner verstorbenen Frau Claire. Diese Melodie begleitete uns unser ganzes Leben. Sie schrieb es vor vielen Jahren, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben und wussten, dass wir für die Ewigkeit füreinander bestimmt sind. Sie schrieb es aus all ihrer Liebe zu mir. Ich ging in das Zimmer, wo das Klavier stand. Es wurde seit Claires Tod nicht mehr geöffnet. Plötzlich ergriff eine unsichtbar wirkende Kraft das Notenblatt. Das Klavier öffnete sich und es landete sanft auf der Ablage. Dann bewegten sich die Tasten des Klaviers und spielten diese scheinbar verzauberte Melodie von selbst. Auf einmal begann alles, sich um mich zu drehen, und ich versank in einer tiefen Dunkelheit, als würde meine Seele meinen Körper verlassen. Ich hatte Angst, große Angst.
Ich befand mich auf einmal in einem scheinbar unendlich weiten dunklen Raum. Ich sah mich um, nichts. Doch dann erblickte ich ein helles Licht auf der anderen Seite. Eine Gestalt in einem weißen Kleid kam aus dem grellen Licht auf mich zu. Meine Angst verschwand urplötzlich und ein starkes Gefühl von Glück und Vertrautheit kam in mir auf. Nun ging ich ihr ebenfalls entgegen, streckte meine Hände nach ihr aus und erkannte das Wunderbarste, was diese fremde Welt mir nur bieten konnte. Mein sehnlichster Wunsch ist mir in Erfüllung gegangen. Ich war wieder mit meinem Ein und Alles vereint. Nichts und niemand konnte uns jetzt noch trennen. Ich wachte nie wieder auf aus diesem wunderschönen Traum. Der Regisseur Michael Dominik Sauer hat seinen Animationsfilm Die Melodie übrigens in nur 6 Monaten komplett eigenständig produziert. Das bedeutet viel Arbeit. Spart aber auch viel Kohle. Außer für Musik und Material, für Puppen und Kulissen, musste er kein weiteres Geld in das Projekt investieren. Und so hat ihn der Film am Ende nur 400 Euro gekostet. Für so einen Animationsfilm nicht viel Geld. Aber damit euer Film ins bayerische Fernsehen kommt, muss er nicht so aufwendig sein. Denn bei